servus liebe Zuschauer. Freitag, 18. Mai. Die ersten werden wahrscheinlich den neuen Vlog sehen haben. Was liegt bei mir an? Tor auf, IHC raus. Heu und Stroh auffüllen, ist mal wieder soweit. Mal gucken, wie viel ich noch zusammenbringe. Jetzt werden die Mengen langsam knapp. Ich habe da noch ein wenig loses Material, was halt immer so anfällt. Es wird schon Zeit, dass endlich der neue Schnitt kommt, aber das muss ja erst noch mal ein paar Wochen liegen. Also 6-8 Wochen soll er ja heute abgelagert werden. Mal gucken, wie weit ich noch komme. Machen wir erst mal hier auf. Es ist aktuell 17.35 Uhr. Um 6 Uhr gibt es bei uns selber gemachte Pizzabrötchen. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ich bin gerade eben erst von der Arbeit gekommen. Jetzt bin ich ein wenig im Stress. Bei den Hühnern und beim Leo, bei meinem Hund war ich schon. Die sind soweit fertig. Und jetzt würde ich sagen, auf in die Scheune. Aua. So, rennt mir sicher einmal. Oh. So, da wären wir schon. Heuboden. Und der Hund hier auch. Klopp. Dann machen wir ein wenig Licht rein. Dass hier nicht so duster ist. Zack, Klappe auf. Ja, wird doch schon besser. Reini, was ist? Ja, die Vorräte, die gehen zur Neige. Lange geht das nicht mehr. So, jetzt haben wir Licht. So, hier meine letzten Vorräte. Das bisschen hier, das ist noch Niederdruckbüschel. Da liegen noch zwei Stück. Da hinten sind noch ein paar, da ist aber auch was dabei. Da ist das Dach oben undicht gewesen. War Laub drin, ist runtergelaufen, aufs Heu drauf. Das gehört noch auf den Mist. Da habe ich noch ein Berg loses Material. Das kann ich noch verfüttern. Unten liegt noch ein wenig loses. Ja, ob ich die 8 Wochen bis zum Überbrücken gar schaffe, keine Ahnung. Muss ich mal sehen. Jetzt würde ich sagen, schmeiße ich erst einmal auf den Kippern unter mein Heu. Und da war bald ein Stroh. Quasi ein Stockwerk tiefer. Und dann fahre ich es mit dem Kipper hoch. Mit dem IHC laden wir es aus. Geht immer schneller, als wenn ich jetzt da der Groß hergehe und fahre mit dem Radlader 10-mal hin und her. Selbst mit der Mulde kriege ich nicht so viel rein. Machen wir so. Na gut, würde ich sagen, fangen wir mal an und reden nicht lang. Hochkurbeln.
Gut. Noch ist das Heulager leer, kennt ihr ja. Hauen wir das Zeug rein. Will ich aber ein Schlachen Essen machen, sonst wird es zu stressig. Muss nicht sein. Jo! So, weiter geht's, Abendessen noch. Ganz lecker, lecker. Pizzabrote. Mit eigener Tomatensauce. Bisschen Käse oben drauf. Thunfisch. Gemüse. So, im Stall bin ich fertig, heute habe ich aufgerührt, sauber gemacht, habe ich soweit alles ausgemistet ist. Hier arbeite ich durch. Heute ist dann mit der Post endlich was gekommen, auf das ich schon ein paar Tage gewartet habe. Ich habe mir über Naturschutzbund ein paar Vogelnester bestellt, und zwar Schwalbennester. Wie gesagt, ich habe hier ein Schwalbenpärchen, das kommt immer wieder. Und wir sind ja eigentlich die letzten Bauern hier im Dorf, die noch Viehhaltung haben. Halt die Pferde und die Ziegen und das. Und da habe ich gesagt, wenn die sich schon hierher ziehen, ich meine, einmal die fressen die Mucken, zweitens haben wir bei mir können sie nichts groß verunreinigen, wenn ich einen richtigen Platz finde. Die eine Schwalbe ist wieder da. Ja, ich habe mir auf alle Fälle Nester bestellt. Rauchschwalbennester. Einmal das. Und ein zweites. Und zusätzlich, ich habe zwar noch keine gesehen, aber vielleicht kriegt man sie auch hergezogen. Mehlschwalbennester. Jetzt waren einige sagen, naja, die bauen doch selber Nester. Das ist richtig, normalerweise schon. Ich habe aber innen zumindest noch keine Möglichkeit gesehen, wo sie was angefangen hätten. Deswegen biete ich ihnen jetzt die Möglichkeit mit den Nisthilfen. Vielleicht kann ich sie so herziehen.
würde ich sagen, hängen wir mal die Nester auf. Ich verschraube die an dem Holz. So brauche ich keine Löcher in die Wand bohren. Und außerdem an der Stelle hier habe ich kein Futter unten drunter stehen, kein Wasser unten drunter stehen, muss ich mir dann hinscheißen. Hier kann ich schön wegkehren und wegwaschen. So habe ich hygienisch auch keine Probleme. Und jetzt schauen wir halt einfach mal, was passiert. Würde ich sagen, hängen wir uns daran. Und mehr als das müssen wir meine Pferde runterreißen. Und das Nest morgen unten am Boden zertrümmern, die kann mir ja eigentlich nicht passieren. Na, du. Das war jetzt natürlich können, ne? Ha, ha, ha. Vor lauter immer auf die Pferde gucken. Ha, ha, ha. Sehr intelligent. Man sollte natürlich gucken, wo man schraubt. Ich hoffe mal, da oben ist es außerhalb der neugierigen Blicke meiner Pferde. Versuchen wir es mal. Wie gesagt, wenn es kaputt ist, wäre es natürlich sau ärgerlich, aber ich habe mal die Hoffnung, vielleicht geht es gut. Ich hoffe natürlich auch, dass es die Schwalben annehmen. Ja, das ist natürlich gut. Da kommen die Schwalben schon. Die kennen mich schon. Gehen den ganzen Tag hier ein und aus. Spielt übrigens schon wieder eine Ziege dran. Hey, 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 hey! Langsam! Ja. Eigentlich gehört es unter die Decke. Vielleicht wenn wir es dran hängen, ist es ja quasi auch unter der Decke. Keine Ahnung, ob die das akzeptieren, die Mehlschwalben. Eigentlich hängt es massiv genug. Mal gucken, vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Ich werde sehen, wie sie darauf reagieren. Am Versuch ist es auf alle Fälle mal wert. Ja, heute bin ich am Zaun versetzen, mal die Pferde hinten. Wie man sieht, ja, der alte, der ist ziemlich abgefressen, die alte Kuppel. Jetzt geht es ein Stück weiter auf. Ich habe schon angefangen, den Außenzaun, mein feines Netz. Steht schon größtenteils. Das Innenband steht eigentlich noch. Eigentlich müssten die Pferde noch auf der Koppel stehen. Aber die Hanna hat mitgekriegt, dass da kein Saft drauf ist und hat nicht mal platt gemacht. Weil sobald da kein Strom mehr drauf ist, sind die draußen, wenn sie wollen. Naja, war klar. Sowas ist halt einfach gang und gäbe, aber gut. Wo will sie hin? Die will sowieso bloß ins Grün. Die Ziegen stehen auch schon draußen. Bloß so eine Emma, die wartet noch. Die war es noch nichts damit anzufangen. Ja, was ist noch passiert? Gestern sind sie entwurmt worden. Am Pfingstsonntag. Ich habe die drei, oder besser gesagt die zwei Pferde und den Esel haben wir entwurmt. Und
Ja, deswegen habe ich mir gedacht, dann kann ich sie ja heute auf die neue Koppel lassen. Dann kann ich hier abäppeln. Dann ist die Koppel wieder schön sauber. Und das, was sie jetzt dann scheißen, ist dann quasi ohne Wurm befallen. Deswegen habe ich sie noch eine Nacht dann auf der alten Koppel gelassen. Dass die mir das Zeug dann nicht auf die neue gleich mitbringen, weil da hat das Ganze den Wurm nichts gebracht. Dann habe ich es ja wieder. Und ich muss ja sowieso alle Vierteljahr einen Wurm, weil die Esel, die können ja Lungenwürmer haben. Und Lungenwürmer sind für Pferde sehr schädlich. Deswegen mache ich das sowieso alle Vierteljahr, dass der Esel gleich die Würmer mit weg hat. Außerdem, ich meine, die Viecher sind auch froh, wenn sie keine Würmer haben. Ja, und jetzt würde ich sagen, bauen wir das Ding mal gar um. Irgendwo da oben in der Ecke ist mir vorhin der Zaunpfahl kaputt gegangen. Den muss ich noch ausbessern. Und das machen wir jetzt einmal. Ja, das ist die Stelle mit dem kaputten Zaunpfahl. Den habe ich schon raus und mitunter. Ich habe noch ein paar auf Ersatz liegen. Die werden wir mal aufgucken, genau für solche Zwecke. Sind halt auch nicht mehr die neuesten. Ja, der Nachteil an den Netzen ist, die halten halt nicht ewig. Die gehen ja schneller mal kaputt. Ja, das ist die Halteklammer unten. Die steckt dann quasi der Draht da drin und dann wird sie hier so aufgeschoben. Und da wird der Draht dann das Netz oben eingehängt. Ja, das ist ja Band da hinten drin, dann wird es einfach bloß hier eingeschoben. Nach vorne kann es nicht mehr raus, weil ja da der Erdhaken ist. So. Und oben hier dann. Wurde einfach bloß da einklingen. Ja, ich weiß, der Zaunpfahl ist eigentlich ein wenig kurz, da gehört jetzt eigentlich ein längerer hin. Habe ich aber leider keine längeren mehr. Der wird es auch tun. Wie gesagt, ich habe ja eh doppelten Netz, der ist doppelte Netz hier. Innen und außen. Und ja, dann ist die Problematik, dass wir ausbrechen, auch ganz, ganz, ganz gering. Das Innennetz und ich muss noch einen Hämmer einfangen, weil während die Pferde und die Gase zwar schon über sind, hat eine Hämmer gemacht. Sie zieht es lieber vor und bleibt auf der anderen Koppel. Ja, das ist immer das elende Frick. Dass du die alle auf eine Koppel bringst, Mann, Mann, Mann. So, der Zaun ist versetzt. 2,5 Stunden Arbeit. Esel ist wieder eingefangen. Ja, soweit erstmal. So, ich befinde mich jetzt gerade im Auto auf dem Weg nach Dafles runter. Ich hole eine Milch ab. Also ich habe mir meine Milchkanne wieder mitgenommen. Ich hole mir wieder 2 Liter Milch. Ich trinke ja sehr gerne die frische Kuhmilch. Ich mochte die lieber wie die abgepackte aus dem Supermarkt. Ich weiß nicht, die schmeckt immer irgendwie wässrig dagegen. Also die frische Milch ist doch was Feines. Ja, daheim, ich habe jetzt die Koppel soweit versetzt. Den Esel vorhin einfangen, war eine Katastrophe. Die ist jetzt wieder mit auf der Koppel drauf. Aber die hat gemeint, die muss noch ein wenig spazieren gehen. Und ihr Maggie, also der dunkle Ziegenbock, der hat dann gesehen, oh, meine Emma, die ist draußen unterwegs. Nö. Ich will da mit, ich will wissen, was die macht. Der hat sich dann gesagt, na gut, ich nehme
gestern Acker draußen gewesen, die Pferde angesehen, dass die zwei draußen sind, auch um die Kurve rückspielt, habe ich gedacht, oh, so kannst du das jetzt nicht lassen. Ist doch nicht ganz so optimal, weil nicht, dass die dann Akku draußen gewesen wären. Also ich habe sie schlussendlich dann wieder alle eingefangen. Vorher hat mir dabei ja wen geholfen, weil alle wäre das nicht gegangen. Ja, und jetzt stehen sie alle zufrieden und glücklich auf der Koppel und fressen. Ja, also das Gras, da haben sie sich richtig drüber gefreut, das haben sie gebraucht. Ja, zu meiner Wiese. Hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Der Landwirt, der sie mir geben wollte, wir haben leider keinen Termin gefunden im Moment zum Angucken, also haben kann ich es deswegen trotzdem. Wir haben bloß noch keinen Termin zum Angucken gefunden, weil die haben am Stall noch einiges zu machen und bis 30. sind sie jetzt momentan voll ausgebucht. Naja, soll es halt so sein. Aber da haben wir gesagt, da plaudern wir noch einmal. Mir pressiert es ja eh nicht so, weil ich gesagt habe, naja, ich habe gesagt, das ist mir egal, ich mähe sowieso erst frühestens ab 1. Und ja, dann passt es. Ja, und zu dem Kramer KA15, an dem ich Interesse gehabt habe, leider der Verkäufer hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Der wollte ja eigentlich mal auf der Arbeit drin vorbeikommen. Ja, mei, hat halt leider noch nicht geklappt. Ich habe dann am Wochenende probiert, ihn nochmal anzurufen, weil ich gedacht habe, naja, man könnte es ja mal versuchen. Naja, vielleicht sind sie über Pfingsten im Urlaub oder was. Das ist alles durchaus möglich. Ich habe ihn jedenfalls nicht erreicht. Ich meine, so brisant ist es nicht. Es ist zwar schade, wie gesagt, ich möchte halt gerne, dass mein Bulldog wieder läuft, aber wenn es nicht schneller geht, geht es nicht schneller. So dramatisch ist das auch nicht. Und naja, aber jetzt dann zwei Wochen länger steht oder nicht. Wie gesagt, also schön wäre es natürlich schon, wenn das funktionieren wird. Wäre klasse. Ja, KA15 ist zwar von der Bauform ein ganz kleines bisschen anders wie mein KA15. Aber was mich halt daran reizen würde, Kramer Baugruppe 2 Getriebe. Und vor allen Dingen die Tatsache, der Schlepper hätte ja Heckhydraulik. Und ich meine, wenn ich dann mein K15 als Ersatzteilspender dafür hier nehmen könnte, dann wird es ja auch wieder passen. Naja, schauen wir mal, was die Zeit bringt. Wenn was Neues kommt, sage ich euch auf alle Fälle Bescheid. Und ja, ich würde sagen, man sieht sich zum nächsten Video. Heute ist ja Pfingstmontag, morgen ist dann Dienstag. Da werden wir wahrscheinlich dann nochmal Kartoffeln aufhäufen. Das kommt dann im nächsten Video. Servus, bis dahin.